Hallo und herzlich willkommen zu dem 29. Part von Let's Play Clash of Clans. Was wir in der heutigen Folge tun werden ist, heute ist der Challenge-Beginn und zwar einige unter, zwei haben unter meinem Video geschrieben, dass ich eine, wie heißt die Taktik, Balloonion, glaube ich, eine Balloonion-Taktik machen soll. Ja, und ich würde mal sagen, ich suche gleich auch direkt einen Gegner raus. Ja, aber bevor wir das machen, werde ich euch erstmal mein Armeelager zeigen. Ich habe da 40 Lakaien und 28 Ballons. Und ich muss zugeben, ich greife zum allerersten Mal mit Balloonion an und ich hoffe, ich verscheiße diese Challenge nicht. Ich habe keinen Bock auf die Bestrafung. Ja, was habe ich in der Zauberspruchfabrik? Ich habe 2 Heilzauber und 2 Wutzauber auf Level 4. Ja, und bevor wir jetzt gleich angreifen werden, hat mich der Bjarne aus meinem Clan gebeten, ihn zu besuchen. Wir schauen mal kurz, wo der Bjarne ist. Schnapper. Da, Bjarne. 25. Platz, Level 60. Okay, besuchen. Eine Rathaus Level 8 Farming Base. Und ich muss zugeben, die Base hatte ich auch damals, weil die ist einfach nur mega geil. Hier, die Minenwerfer stehen perfekt in einem Viereck. Die Luftabwehr. Ich weiß nicht. Aber steht schön mittig im Dreieck, das muss man zugeben. Dunkles ist sehr gut geschützt. Die Magiertürme decken jeweils 2 Lager ab. Die Klarenburg ist in der Mitte. Top, wirklich top. Diese, ich kann allen, die eine Rathaus, die ein Rathaus Level 8 Farming Base suchen, diese Base nur empfehlen. Die ist einfach nur hammermäßig, wirklich. Fabiane, was ich empfehlen würde, ich glaube, den Bogenschützenturm mit dem Goldlager tauschen, da dieser Magierturm dann 2 Lager schützen würde und das wäre viel optimaler. Dein dunkles Lager scheint noch recht gut gefüllt zu sein. Naja, jetzt hat man noch 2 Bohrer zur Verfügung. Okay, nach Hause. Ich würde mal sagen, ich suche jetzt einen Gegner raus und überspringen wie immer die Gegnersuche. Bis gleich. Wir machen mal einen kleinen kurzen Zwischenstopp, was nichts mit der Challenge zu tun hat, aber den muss ich mir einfach nehmen. Den muss ich... Es tut mir wirklich leid, aber den muss ich einfach nehmen. Denn ich habe in letzter Zeit wirklich nicht so guten Loot und das ist wirklich der beste in letzter Zeit. Die Pokale sind mir inzwischen, ich gehe im Moment nur auf Loot. Also Pokale habe ich mir vorgenommen, erst wenn meine Loons und meine Minions auf einem höheren Level sind, will ich auf Meister gehen. Aber im Moment lohnt sich das noch nicht so richtig. Ja, komm, setz mir noch die Queen. Oh, ich habe die zu nahe gesetzt, verdammt! Los, was schaffst du? Niederlage ist mir egal, Loot ist for the win. Dann muss ich jetzt wieder... ein paar Minions ausbilden. 40 waren das, glaube ich. Ja, das waren 40. Ja, komm, boosten wir. Ist mir jetzt auch Wurst. Wegen 2 Juwelen, das kann ich nur verkraften. Embre, du brauchst Verstärkung. Ja, ich kann die leider im Moment... Moment, sind die noch geboostet? Ja, ich kann die doch Loons geben. Embre. 5. Ja, lass ihn einfach 5. Ballons. Fragezeichen. Ja, solange wir jetzt warten, könnten wir uns ja ein paar Angriffe von mir anschauen. Der war auch relativ nice, also es geht eigentlich. Aber ich war zufrieden damit. Wie immer die gut altbewährte Barge-Taktik. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Das habe ich schon 1000 Mal gesagt, dass ich die empfehle, aber das ist ja auch egal. Hier, das Gute war, dass mir irgendeiner ein Heiler in die Klarenburg getan hat. Dankeschön an denjenigen, der das gemacht hat. Aber dadurch habe ich noch das Dunkle hier bekommen. Das waren, glaube ich, 1000 oder so. Und damit kann ich die Minions locker finanzieren. Ja, 1200 waren da drin. Geil. Und mein Loot, 144k Gold und 125k Elixier. Also das ist schon relativ gut, ja. Ich kann damit leben. Okay, immer noch keine Antwort. Aber, ja. Was können wir noch alles so in der Folge machen? Wir können uns noch den Angriff anschauen. So, auch wieder die altbewährte Barge-Taktik. Ich hatte, das war glaube ich am Abend, gestern Abend, ich hatte einfach um 0 Uhr oder so, hatte ich keinen Bock mehr zu suchen und habe dadurch den genommen. Aber ich muss schon sagen, 220k von beidem, ja, 220k insgesamt meine ich, damit kann man leben. Also ich sage immer, ab 100k, wenn man die wirklich sicher bekommt, sollte man den Gegner angreifen.
Ja, was hier ist nichts mehr Besonderes. Hier habe ich mir ein paar Rathäuser gesnaggelt. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis die Minions fertig sind. Worüber können wir in der Zeit zu reden? Ja, wie sieht's mit. Emre bekomme ich Shinies, okay. Worüber können wir noch alles reden? Und zwar, ich habe es heute wieder ausprobiert mit der PS3 FIFA zu Let's Playen, aber das Problem ist, sobald ich das Game Capture Gerät mit dem Fernseher verbinde, ist kein Bild da. Und ohne Bild kann ich natürlich nicht spielen. Ich muss mir dann noch etwas einfallen lassen. Vielleicht liegt es auch am Fernseher, aber wieso funktioniert das dann auf der Wii U? Das ist hier die Frage. Ja. Ja, Wii U, was könnten wir da noch alles Let's Playen? Also, im Moment habe ich ja Super Mario 3D World und Mario Kart 8. Was ich gestern zu Heiligabend bekommen habe, ist noch Super Smash Bros. U. Das habe ich auf jeden Fall vor zu Let's Playen. Ich habe wirklich gestern zum ersten Mal das richtig gespielt. Sonst habe ich Super Smash Bros. Super Smash. Super Smash Bros. Brawl. Habe ich bei einem Kumpel damals immer gespielt. Das fand ich damals auch schon gut, aber mir hat der Controller nicht so gefallen. Und das mit dem Wii U-Controller finde ich doch einigermaßen besser als das mit dem. Ja. Was es auch immer für ein Controller war. Was habe ich gestern noch bekommen? Ich habe noch Hyrule Warriors bekommen. Das Zelda-Spin-Off, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt playen werde, da das wirklich wenig mit Zelda zu tun hat. Das ist einfach nur so ein, wie schon gesagt, ein Spin-Off. Ja, noch 12. Das dauert ja nicht mehr lange. Oh, jetzt habe ich schon wieder die Kaserne geboostet. Da muss ich es gleich auch ausnutzen. Dann mache ich immer so. Ich glaube, ich mache so eine Bam-Taktik. Das war ja Barbaren, Bogenschützen und ja, Minions. Die Taktik ist ja auch relativ erfolgreich. Boah, ich habe schon wieder 1.000.000 und 100.000 Elixier läuft. Was kann ich eigentlich nur mit Elixier upgraden? Nicht mehr so viel. Nur noch so die Kasernen, die Minen und dann nur noch ein Laborverbesserung. Das ist gut. David bekomme ich Ballons. Ja, komm, Jolo. Dann bilden hier wir hier noch. Nein, nein, Ballons ausbilden. Eins. Eins, eins, eins. Hier, Ballons. Bitteschön. Ja, jetzt müssen wir noch auf die Ballons warten, aber ist ja egal. Ich spende immer gerne, da ich ja bald die 25.000 erreichen will, damit ich 250 Juwelen bekomme. Dann kann ich wieder Kasernen boosten. Ich finde, Supercell sollte sowas viel öfter machen, diese Ein-Gem-Dinger. Bitte. Ja, aber das Problem ist ja, die verdienen halt nicht so viel, wegen die meisten kaufen sich ja die Gems, um zu gemmen. Und auch um Dinge zu boosten, wie zum Beispiel die Minensammler, Kasernen, Helden. Ja, da kann man auch nicht boosten. Und die Zauberschuhfabrik natürlich. Die darf man nicht vergessen. Und mein Headset spielt mir Streiche, zumindest nervt es gerade, da dieses Ding gerade einfach nur hier rumwirbelt. Okay, oh, noch 1 Minute. Ich hoffe, bis dahin sind die fertig. Ich will jetzt noch nicht mehr Kasernen boosten. Ich meine, Kasernen boosten lohnt sich bei mir nicht mehr. Guckt euch das an. Ich habe 7 Millionen Gold. Und ich bin dabei zu überlegen, ob ich den Tesla jamme. Da ich Angst habe, dass mir der Loot abgezogen werden könnte. Und ich will auch, naja, nicht nur deswegen, ich will ja auch noch diese Ein-Gem-Boost-Aktion wirklich genießen. Denn ich habe das Gefühl, dass sie nur noch morgen geht und an meinem Geburtstag halt. Ja, meinen Geburtstag habe ich sowieso keinen Bock, das zu spielen. Das ist dann halt, dass es nicht mehr gibt für einen Gem. Und das wäre dann richtig schade. Ja, komm, heute noch. Hat wer hier noch Angriffe? Hier, Eri, Verteidigung gegen. Ein Japsen oder, Entschuldigung, diesen Ausdruck darf ich nicht verwenden. Gegen einen Japaner oder einen Koreaner oder einen Thailänder oder. Ja, was es auch immer in Asien gibt. Oh, ich wollte auf mehrfache Geschwindigkeit machen. Was ist, ich drücke nach Hause. Egal, meine Loons sind jetzt fertig. Und wir können dann auch angreifen. Ich werde wie immer die Gegnersuche überspringen. Bis gleich. Ich bin dabei, zu überlegen, ob wir den. Ja, den nehmen wir einfach. Ich habe noch nie mit dieser Konstellation angegriffen. Wo ist denn die Klarburg? Ah, außen. Ist nichts drin, na gut. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie man mit denen angreift. Schicken wir mal ein paar vor. Wutzauber. Heilzauber. Boah, ich habe noch nie mit denen angegriffen. Ich hoffe mal, ich will das Dunkle bekommen. Das Dunkle interessiert mich.
Hier noch ein Wutzauber. Heilzauber. Los, los! Soll ich schon mit meinen Minions hinterher? Ich weiß es nicht. Ich hab nur. Ja, komm, wir können ja schon ein paar Gebäude so putt machen. Aber ich weiß jetzt, wieso Alter, diese Loons gehen richtig ab und die sind noch nicht mal auf Max-Level. Auf Max-Level bekommen die richtig viel Damage dazu. Können wir uns ja gleich mal angucken, wie viel die dazu bekommen. Ja, die meisten Luftbomben müssten ja jetzt weg sein und setzen mir auch jetzt im Baba King hinterher, ich sure. Ja. Das sieht doch vom Loot her richtig beschissen aus, aber ist ja auch egal. Mich interessiert ja nur das Dunkle. Oh, bitte bekomm das Dunkle. Eigentlich diese Luftabwehr ist für Minions nicht so fatal. Ja, diese Luftbomben und suchen Luftminen, die sind... Ja, die ziehen schon gewaltig. Komm, geht auf das Dunkle. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte. Ja, der Minenwerfer macht euch kein... Ja, 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 ja. Sauber. Zwar nicht viel Dunkles, aber ich kann damit leben. Ich kann damit leben. Los, Barbaren King. Zeig, dass du der Bogenschützenkönigin die Stirn bieten kannst. Und du kannst nicht die Stirn bieten. Vom Loot her, wie viel haben wir bekommen? Nicht so viel. Naja. Ich glaube, ich kann damit leben, was wir hier bekommen haben. Das Rados haben wir auch bekommen, wegen dem einen Minion da. 2 Sterne. Ja, es geht. Also die Minions habe ich wieder reingeholt. Ich kann mich nicht beschweren, sagen wir es so. Ja. Ich würde auch sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.